Willkommen zu einem neuen Videotutorial für Pinnacle Studio. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Clip auf der Timeline ersetzen kannst. Und zwar zum Beispiel, wie hier auf der Timeline habe ich ein paar Videoclips zusammengeschnitten in einer logischen Reihenfolge, habe dazu Musik hinzugefügt und die Schnitte, die sind vielleicht schon auf die Musik angepasst und die Längen und so weiter. Und jetzt habe ich hier eine Szene, mit der ich nicht ganz glücklich bin. Also du siehst hier, gibt es eine Szene, wo eine Person ganz kurz vor das Geschehen sich bewegt. Also mir gefällt eigentlich dieser Clip nicht und ich merke das ja vielleicht erst später, dass ich da eine bessere Variante hätte. Ich habe nämlich diesen Clip hier genommen, das siehst du an diesem kleinen Häkchen. Und dieser Clip wäre eigentlich der bessere. Da ist keine Person im Vordergrund. Und ich möchte jetzt sehr einfach diesen Clip auf der Timeline mit diesem ersetzen. Aber ich habe ja den schon geschnitten, ich habe da die Länge schon geschnitten, ich habe den hier eingepasst und die ganze Situation passt jetzt auf diesen Clip. Und es gibt jetzt in Pinnacle Studio eine Möglichkeit, wie ich sehr einfach diesen Clip auf die Timeline ziehe und den bestehenden durch diesen neuen ersetzen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Clip einfach hier auf die Timeline ziehe, dann ja, gibt es da so ein bisschen ein Durcheinander. Also das wird da einiges überschrieben und verschoben, je nachdem wie du die Timeline eingestellt hast. Und zudem möchte ich ja noch, dass der Anfang dieses Clips da unten dann so ist, dass dieses Glas, das da runterkommt, gerade so am Schmelzen ist, also dann noch langgezogen ist. So, und also ich gehe dann wie folgt vor, ich klicke diesen Clip an. Dann wähle ich den Eingangspunkt und der sollte schon ja, einigermaßen definiert sein und sage dann mit diesem Inpunkt, ich möchte, dass der Clip hier unten dann auf der Timeline genau hier startet. Danach ziehe ich diesen Clip aus der Vorschau auf die Timeline und drücke dabei die Shift- bzw. Hochstelltaste. Und jetzt siehst du, wie sich dieser Clip hier unten auf der Timeline ersetzen lässt. Jetzt halte ich immer noch die Hochstelltaste gedrückt. Lasse die linke Maustaste los und lasse jetzt auch die Hochstelltaste los. Und jetzt ist dieser Clip auf der Timeline ersetzt und eben sehr schön nicht mehr mit dieser Person, die da im Vordergrund vorbeiläuft. Also so kannst du sehr einfach einen Clip ersetzen. Und der ganze Witz dabei ist, dieser Clip, der ist ja viel länger. Also da ist ja noch ganz viel Zeugs hinten dran, das ich nicht weggeschnitten habe. Und beim Herunterziehen wird einfach der Anfangspunkt auf diesen Schnitt gelegt und dann nach hinten so weit aufgefüllt bis zu diesem nächsten Clip. Also Pinnacle Studio schneidet den gerade ganz kurz. Wenn ich den zum Beispiel jetzt ganz, ganz kurz definiert hätte mit diesem In- und Out-Punkt und dann auf die Timeline nehme und Shift drücke, dann würde es natürlich eine Lücke geben, weil dieser Clip hat keinen Platz. Also der müsste länger sein. Ich könnte das natürlich machen und diesen dann im Nachhinein länger ziehen. Das ginge natürlich auch. Aber dadurch habe ich jetzt eine Möglichkeit, diesen Clip sehr, sehr einfach auf der Timeline zu ersetzen. Natürlich wird nicht nur das Bild ersetzt, sondern auch das Audio dieses Clips. Unter Umständen ist es dann nötig, da noch Korrekturen vorzunehmen. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann klick doch auf Gefällt mir und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.